Andi, dein Vorbild ist auch Dornröschen, ne? Kanix pennt 100 Jahre, wacht auf und ist Königin. Ja, Bayern München ist heiß aufs Triple. Ne? Keine Meisterschaft, kein DFB-Pokal und keine Champions League. Ich glaube, am Wochenende gegen Leipzig, wenn das Spiel nicht läuft, ne, nimmt der Tuchel einfach in der Allianz Arena so ferngesteuerte Autos mit. Kann er dann einfach mal das Spiel unterbrechen. Ich traue dem aber zu, dass er welche mit Kabel nimmt. Ja, und in der Allianz Arena bauen sie jetzt auch um, weil die Bayern-Spieler sich ja nicht mehr so gern bewegen. Baut man jetzt im Spielertunnel um. Also sind ja aktuell, ne, da werden jetzt Rolltreppen reingebaut. Heißt aber, wenn Stromausfall ist, wird das Spiel nicht angepfiffen. Und wer glaubt, dass der Tuchel und der Kimmich sich bald wieder vertragen, der geht auch mit dem Grillhähnchen zum Arzt und sagt, hör mal, was denn da noch zu retten? Christian, bei deiner Leistung heute, da hilft nur ein weiblicher Henker. Du Strickliesel! Ja, Mann, was der Unterschied zwischen dir und einem Schulkind? Du trägst einen Ranzen vorne. Ja, und beim BVB 1-1 in der Champions League. Obwohl der Großkreuz ja gesagt hat, das läuft und die Holländer können nichts in so einem Podcast. Ja, 1-1. Schönen Skandal-Elfmeter bekommen, der Hummels sich wieder hinterher beschwert. Die haben sich alle totgelacht auf dem Platz. Ja, ich habe mich vor dem Fernseher totgelacht. Über die Leistung vom BVB und über Matthias Sammer. Ey, da steht der Motzki da und beschwert sich. Ne? Ja, die werden immer nur Elfmeter gegen deutsche Vereine. Und blablabla. Wenn du dich immer nur über andere beschwerst, dann sagst du auch auf die Frage von der Politesse in der Polizeikontrolle, wo kommen Sie denn her? Ja, auch von der Frau, die am Straßenrand Geld verlangt. Patrick! Weißt du, warum die Bacardi-Fabrik dicht gemacht hat? Weil die Mitarbeiter rumgemacht haben. Ja, beim HSV haben sie einen neuen Trainer, wo selbst Toni Kroos sagt, jetzt werde ich HSV-Fan. Ist da mal den Salat. Nee, Steffen Baumgart haben die Fans definitiv verdient, die Spieler eher Felix Magath. Wobei der Kühne hatte das ja ernsthaft vorgeschlagen. Ne? Ich sag mal so, der Jugendstil, der war auch im 19. Jahrhundert. Sorry. Mal modern. Bei der Kopfbedeckung muss sich der Baumi aber jetzt nicht am Helmpeter orientieren. Wobei bei der Abwehrleistung vom HSV, da brauchen wir schon. Geil war das Bild von der Vorstellung. Ja. Wenn die HSV-Verantwortlichen den Baum gerade so in die Mitte genommen haben und der stand da, als hätte er die 8 hinten offen. Ja, HSV, der war ja Gefangene gemacht. Ne? Am besten hätte ich mich hingekniet und so, ey. Bild. Ja, Mann. Psst. Selbst die Schafe, ne, die du im Schlaf zählst, die haben so zugenommen, dass sie sich mittlerweile über den Zaun wuchten. Bäh. Ja, und die Fanproteste gehen ja auch weiter, ne, in der Bundesliga. Hier werden weiter Tennisbälle aufs Feld geworfen, da steigt noch Dunlop als Investor ein. Wimbledon, da sind sie kurz vor der Absage, weil im Handel gibt es gar keine Bälle mehr. In den 90er Jahren, da wäre so ein Protest, das sind 3 Minuten beendet gewesen. Da hat sich Mario Basler Stirnband angezogen, Schläger genommen, wäre eigenständig auf den Platz gerannt und hätte den Protest beendet. Ende. Kevin! Boah, der ist so hohl, der lässt im Auto immer die Handbremse im Winter angezogen, damit die nicht friert.